Bei einem schlimmen Lkw-Unfall hier in Bad Sodensalmünster ist ein 56-Jähriger aus dem Raum Bad Kissingen ums Leben gekommen. Der Mann war auf der A66 in Richtung Fulda unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. Sein Lkw stieß durch eine Lärmschutzwand und fiel dann 15 Meter in die Tiefe. Das Führerhaus landete in der Kinzig und wurde komplett geflutet. Deshalb war auch die Bergung so schwierig. Taucher mussten herbestellt werden, die dann den Leichnam des Mannes aus dem Führerhaus über die Kinzig geborgen haben. Es wird nun noch ein Kran hierher bestellt, der dann das Lkw-Wrack hier aus der Kinzig zieht.